Ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Schenke dir selbst Gesundheit und Wohlbefinden. Schön, dass du dabei bist. Heute geht's um das Thema Schmerzfreiheit. Ganz wichtig, um schmerzfrei zu sein, ist, dass wir unserem Körper vertrauen können oder dass unser Körper uns vertraut. Und das tut er, wenn er sich sicher fühlt. Wenn unser Gehirn sich sicher fühlt, dass durch das Rückenmark eben verlängert ist, im Wirbelkanal verläuft und wir die Muskeln aktiv und reaktionsschnell uns antrainiert haben, dann fühlen wir uns sicher in unserem Körper, dann haben wir in uns selbst Vertrauen. Und das werden wir heute ein bisschen tun und jetzt mal austesten, wie sicher fühlt sich denn dein Körper. Und natürlich bewegen wir uns auch durch, denn sobald wir uns bewegen, werden die Faszien durchsaftet, Muskulatur durchblutet. Und sobald wir Faszien bewegen, kann auch schon sein, dass sich die Schmerzen lösen. Also beweg dich mit mir mit und jetzt starten wir mal mit einem Test. Nimm mal eine Hand von oben nach hinten und die andere Hand versuchst du an die Fingerspitzen anzusetzen. Ist ganz egal, ob du hier bist oder hier. Merk dir nur, wie weit du kommst. Denk dran, dass du nachher nochmal dieselbe Seite machst. Okay. Denn wenn wir jetzt unserem Körper Vertrauen geben, wenn wir die Muskeln stabilisieren rund um unsere Wirbelsäule, dann müsstest du weiterkommen, denn dann traut sich unser Körper mehr zu, dann werden wir beweglicher, dann haben wir auch mehr Kraft, wenn wir uns vertrauen und dann haben wir mehr Kondition und können schmerzfrei werden. Stell dich jetzt auf ein Bein, hab den Blick immer bei mir oder am Bildschirm vielleicht einen Punkt fixieren und jetzt bewege dich mal in alle möglichen Richtungen. Also den ganzen Körper bewegen, auch mal etwas umdrehen, den Kopf drehen, aber immer den Blick an dem Punkt behalten. Du merkst schon, wir irritieren unsere Sinne, wir machen sie wach, unsere Augen, wichtiger Gleichgewichtssinn, auch den Gleichgewichtssinn im Innenohr, weil wir den Kopf bewegen und diesen labilen Stand und Bewegung mit Armen und Beinen und mal wechseln. Andere Seite, merkt man auch das Bein, wieder Punkt fixieren und ruhig Kopf drehen, Kopf unter Hüfthöhe und mit Armen und Beinen dich aus deiner Mitte herausbringen und deinem Körper Sicherheit geben, denn wenn du dich abfangen kannst, kannst auch gern den Fuß immer auftippen, dann gibst du ihm Sicherheit. Trainierst du deine Reaktionsschnelligkeit. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Jetzt machst du diesen Test nochmal bitte mit derselben Seite und schaust, ob du vielleicht jetzt weiterkommst. Und schon, oder? Dann siehst du mal, dass du dich jetzt auch schon sicherer fühlst. Sehr gut. Jetzt stellst du dich hüftschmal auf, hebst dein Brustbein und lässt deine rechte Schulter links rück einstützen, nach hinten kreisen. Wir bewegen unsere Gelenke durch. Natürlich ist wichtig, dass die beweglich sind. Immer in deinem Tempo, in deiner Bewegungsweite. Rück größer werden und das Gefühl haben, du tauchst hier unten ein, schöpfst Wasser. Kommst dann wieder zurück zur Mitte und jetzt kreist du mit dem Arm um deinen Kopf herum, zeichne einen riesengroßen Kreis, Spannung im Bauch. Noch einmal, super. Und dann kommst du zurück und was ich immer ganz schön finde, jetzt mal zu vergleichen, wie fühlen sich denn die Seiten an? Wie fühlen sich die Schultergelenke an? Fühlt sich dein Nacken an, auch die Seite vom Rücken? So tiefer vielleicht, ist deine Schulter tiefer jetzt? Und dann machst du die andere Seite. Erst wieder locker.
Ganze größer werden lassen, unten eintauchen, Wasser schöpfen. Und dann bleibst du oben und jetzt kreist du um deinen Kopf, egal wie groß. Atme nicht vergessen, natürlich, ganz wichtig. Und wieder zur Mitte. Zurückkommen, deine Hände auf die Oberschenkel stützen und deinen Rücken bewegen. Das heißt, den unteren Rücken so richtig rund und wieder gerade nach vorne schauen. Nochmal rund, deinem Tempo und wieder gerade. Noch einmal. Und wenn du gerade bist, richte dich auf, komm nach oben. Und jetzt nimmst du einmal dein rechtes Bein nach außen und dann wechselst du dein linkes. Hüftgelenke bewegen. Einmal rechts, einmal links. Genau, so richtig groß werden. Vielleicht ist da auch eine Seite anders, oder? Anders beweglich. Jetzt kommst du noch jede Seite einmal. Dann zur Mitte, schließ deine Füße so richtig fest und stütze dich hier auf die Oberschenkel. Mach ganz kleine Kniekreise. Und Richtungswechsel auch in die andere Richtung. Und dann wieder aufrichten. Super. Entspannen. Füße abrollen. Und zwar darfst du einen Fuß nach vorne. Klapp mal die Zehen auch um. Sehr gut. Und wieder zurück. Anderen Fuß klapp um und wieder zurück. So dass du die Füße zwar abrollst, aber immer wieder auch mit deinen Zehen mitgehst. Rechts, links im Wechsel. Ungewohnt, oder? Die Bewegung. Zehen. Bleib jetzt auf einer Seite. Schieb dein Bein nochmal weit nach hinten. Zieh es nach vorne. Nochmal weit nach hinten. Fußgelenk bewegen. Andere Seite. Nach hinten. Nach vorne. Und dann deine Füße abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse. Während du das machst, kannst du schon deine Finger locker durchbewegen. Und immer wenn du jetzt weiter abrollst, deine Arme mal aufmachen und mal auf dem Brustbein schließen. Nach vorne. Und schließen und vorne und schließen, genau, nochmal auf und zu, nochmal unsere Koordination trainieren und wenn das gut klappt, dann kannst du natürlich auch schneller werden, probier es ruhig, einmal vor, rück, hoch. Klappt? Und wenn das immer noch gut klappt, dann schließt du jetzt vorne. Und öffnest hinten. Schließ vorne und öffne hinten. Atmen. Und wenn das gut klappt, wirst du schneller. Und?
und dann nochmal langsam einen vorne geöffnet, einen hinten geschlossen, vorne geöffnet, hinten geschlossen. Du darfst es ruhig öfters probieren. Schneller, wenn du willst. Gut. Und das Ganze wieder langsam geschlossen vorne, geöffnet hinten. So, und wenn es jetzt nicht funktioniert, kannst du dich freuen, dann werden neue Synapsen gebildet, unsere Gehirnhälften verknüpft, atmen. Und wenn du es gut kannst, dann mach es ruhig wieder schneller. Das ist nicht einfach. Aber es soll ja auch nicht funktionieren, dann ist es Training. Wir müssen nicht alles können, sofort. Immer wenn wir etwas nicht können, trainieren wir, lernen wir. Ganz wichtig. Und dann lässt du weiter locker. Entspann dich. Sehr gut, gut, gut. Wenn es nicht so klappt, wie gesagt, einfach mal üben. Und wenn es ganz gut klappt, dann sollte man nochmal deine Schwierigkeit hinzunehmen. So, stell dich nochmal hüftschmal auf und spür, wie fühlst du dich jetzt? Vielleicht so ein bisschen geschmeidiger. Testen wir nochmal aus. Stütz dich links ein, kreis deine rechte Schulter. Schau mal, ob sich was verändert hat. Werde größer, tauche ein und schau auch da mal, ob sich was verändert hat in der Bewegung. Dann mach den Kreis mit dem Arm. Vielleicht geht auch der schon etwas einfacher. Gut, andere Seite. Einstürzen. Hier nochmal locker. Dann auch hier größer werden, eintauchen. Schon anders, oder? Halten, Armkreis, Oberkörperkreis. Zur Mitte kommen und abstützen auf die Oberschenkel, den Rücken ganz rund und nochmal ganz gerade, nochmal ganz rund, ganz gerade. Vielleicht ist auch das schon geschmeidiger. Richte dich dann auf und nimm deine Knie nach außen, kreis die Hüftgelenke. Füße ganz eng stellen und nochmal mit den Knien kleine Kreise in die eine Richtung, natürlich auch in die andere Richtung. In der Mitte halten, aufrichten und nochmal die Füße abrollen und wenn du möchtest, ruhig nochmal bis vor auf die Fußspitzen. Auch schon anders? Gut, komm wieder zurück, lockere dich aus und beweg deine Finger, mach sie richtig auf und zu. Du kannst auch nochmal wie Klavier spielen, die Handgelenke mit bewegen, kreisen. Die Übung kannst du nochmal üben, wenn du möchtest, nachher. Und was immer ganz gut tut, sich mal zu schütteln und zu rütteln, das aktiviert alle Wahrnehmungsrezeptoren innerhalb der Faszien, kann auch Schmerzen lösen, einfach bewegen oder mal strecken.
So richtig lang ziehen, räkeln und vor allem aufrichten und entspannen. Wie geht's? Mich interessiert natürlich, wie es dir jetzt so geht. Also gerne unten reinschreiben. Und schön, dass du die 7 Tage dabei warst. Die sind übrigens immer online auf meinem YouTube-Kanal. Findest du auch da oben bei dem Infopunkt. Also geh einfach auf meinen Kanal und such nach Beschenke dich selbst mit Gesundheit und Wohlbefinden. Jederzeit alle 7 wiederholen oder auch die einzelnen, die dir ganz besonders gut getan haben, herausnehmen. Gerne kommentieren, wie es dir jetzt nach den ganzen Tagen so geht. Und wenn du möchtest, leise auch doch das Video noch weiter. Vielen Dank, wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Vielleicht tust du schon. Vielen, vielen Dank. Der Link ist unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf und dann kannst du auswählen, mit wie vielem Monat du das tun möchtest. Danke. Oder sei ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf dich. Bis dann.